hörst die Lesung eines Pravda-TV-Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Altana. Vitamin B12 schützt Gehirn und Nerven. Veröffentlicht am 28. Juli auf Pravda TV. Alle Links in dem Artikel beziehen sich auf die Textversion auf Pravda TV. Vitamin B12 wird nur in winzigen Mengen benötigt, ist aber dennoch ein äußerst wichtiges Vitamin. Es schützt das gesamte Nervensystem, hilft bei der Regeneration von Nervenzellen und sorgt daher für gute Konzentrationsfähigkeit und ein gesundes Gehirn bis ins hohe Alter. Umgekehrt kann ein Vitamin B12-Mangel zu einer eingeschränkten geistigen Leistungsfähigkeit führen, ja sogar zu einer Schrumpfung des Gehirns und zu Demenz. Überprüfen Sie daher Ihren Vitamin B12-Spiegel rechtzeitig und sorgen Sie bei einem Mangel für eine bessere Versorgung mit Vitamin B12. Vitamin B12 hat viele verschiedene Funktionen und Aufgaben im Organismus. Es ist an der Bildung des Blutes und der Zellteilung beteiligt. Daher wird Vitamin B12 besonders dort benötigt, wo sich die Zellen sehr schnell teilen, zum Beispiel in der Darmschleimhaut oder im Blut. Ebenfalls dringend wird das Vitamin B12 im Nervensystem gebraucht. Dort bildet, regeneriert und schützt es die sogenannte Myelinscheide, die die Nervenzellen umgibt. Aus diesem Grunde ist das Vitamin B12 auch jenes Vitamin, das im Alter das Gehirn und Nervensystem vor Schäden schützen kann, so dass sich Demenz und Alzheimer bedeutend seltener oder langsamer entwickeln, wenn der Mensch gut mit Vitamin B12 versorgt ist. Ja, ein ausreichend hoher Vitamin B12-Spiegel soll gar der Parkinson-Krankheit und der multiplen Sklerose vorbeugen, helfen bzw. ihr Fortschreiten verlangsamen. Und bei der Polyneuropathie sowie der amyotrophen Lateralsklerose, ALS, setzt man hochdosiertes Vitamin B12 zum Nervenschutz in der Therapie ein. Vitamin B12-Mangel lässt das Gehirn schrumpfen. Im Jahr 2008 schrieben Forscher in der Zeitschrift Neurology, dass bei älteren Menschen das Gehirnvolumen umso stärker abnimmt, je niedriger ihr Vitamin B12-Spiegel ist. Ähnliches berichteten im Jahr 2011 Wissenschaftler vom Rush University Medical Center. Sie untersuchten 120 ältere Menschen im Alter von über 65 Jahren. Immer wenn 4 von 5 Markern für einen Vitamin B12-Mangel, zum Beispiel Homozystein, Methylmalonsäure etc. sprachen, dann war immer auch das Gehirnvolumen kleiner und die Ergebnisse von kognitiven Tests fielen schlechter aus. Schon ein milder Vitamin B12-Mangel kann geistigen Verfall beschleunigen. An der Tufts University in Boston fand man 2012 heraus, dass schon ein milder Vitamin B12-Mangel als Indikator für ein erhöhtes Demenzrisiko angesehen werden könne. Denn bereits ein schwacher Vitamin B12-Mangel führe bei älteren Menschen zu einem beschleunigten geistigen Verfall, wie Untersuchungen an fast 550 Personen ergeben hatten. Dass ein schwerer Vitamin B12-Mangel rasch zu neuropsychiatrischen Symptomen, Halluzinationen, Euphorie, Wahnvorstellungen, Angst, Apathie etc. führen kann, ist bekannt. Doch weiß man jetzt, dass auch ein milder Mangel schon negative Auswirkungen auf die Gesundheit hat und außerdem viel mehr Senioren betrifft, als man bisher gedacht hatte. Die beiden Hauptursachen für die starke Verbreitung eines Vitamin B12-Mangels unter Senioren sind einerseits Magen-Darm-Beschwerden und andererseits Arzneimittelnebenwirkungen. Bei Magen-Darm-Beschwerden, die bei Senioren sehr häufig auftreten, kann das Vitamin B12 nicht mehr gut resorbiert werden. Zu den Arzneimitteln, die eine Vitamin B12-Aufnahme blockieren können, zählen unter anderem die Säureblocker, bei Sodbrennen verordnet oder auch als sogenannter Magenschutz, Gichtmedikamente und Gerinnungshemmer, auch Blutverdünner genannt. Unsere Beobachtungen lassen vermuten, dass ein kognitiver Verfall auch das Resultat einer ungenügenden Vitamin B12-Versorgung sein kann. Das Aufrechterhalten eines gesunden Vitamin B12-Spiegels sollte daher in jedem Fall angestrebt werden. So Dr. Paul Chuck, Studienautor und seinerzeit Direktor des Nutrition Epidemiology Program an der Tufts University.
Da gerade ältere Menschen aber häufig Probleme damit haben, das Vitamin B12 aus der Nahrung zu resorbieren, sollten sie mit Vitamin B12 angereicherte Lebensmittel zu sich nehmen oder aber ein Vitamin B12 Nahrungsergänzungsmittel. Je weniger Vitamin B12, umso höher das Alzheimer-Risiko. Auch in Schweden forscht man in dieser Richtung und schrieb im Jahr 2012 im Journal of Internal Medicine, dass Menschen, die sich Vitamin B12 reich ernähren, besser vor Alzheimer geschützt seien. Man untersuchte für diese Studie die Holotranscobalamin-Werte, aktives Vitamin B12 im Blut, und die Homocystein-Werte im Blut von 271 Menschen zwischen 65 und 79 Jahren, die zu Beginn der Untersuchung noch keine Demenz entwickelt hatten. Homocystein ist ein körpereigenes, aber toxisches Zwischenprodukt, das bei der Verstoffwechselung von Proteinen entsteht. Aufgrund seiner Giftigkeit, es kann die Blutgefäße schädigen, wird es im gesunden Organismus schnell abgebaut. Für diesen Abbau sind jedoch drei Vitamine erforderlich: Vitamin B12, Vitamin B6 und Folsäure, die ebenfalls zur Gruppe der B-Vitamine gehört. Je höher also der Homocysteinwert, umso gravierender ein Vitamin B-Mangel. Nach 7 Jahren hatten 17 der Teilnehmer Alzheimer. Die Forscher stellten nun fest, dass für jeden kleinsten Anstieg des Homocysteinwertes das Alzheimer-Risiko um 16% anstieg. Gleichzeitig sank das Alzheimer-Risiko bei jedem kleinsten Anstieg des Vitamin B12-Spiegels um 2%. Andere möglicherweise beeinflussende Faktoren konnten dabei ausgeschlossen werden, wie zum Beispiel Alter, Geschlecht, Nikotinkonsum, Blutdruck, Gewicht und Bildung. Hohe Homocysteinwerte stellten iranische Forscher im Jahr 2013 auch bei Patienten mit Multipler Sklerose fest. Gleichzeitig hatten die Betroffenen niedrige Vitamin B12 und Folsäurespiegel, so dass man bei dieser Krankheit so früh wie möglich für gesunde Vitamin B12-Spiegel sorgen sollte. Niedrige Vitamin B12-Werte bei Autisten und Schizophrenie. Wie niedrige Vitamin B12-Werte sogar zu neuropsychischen Störungen führen können, las man im Januar 2016 in einem Artikel im Journal Public Library of Science 1, PLOS 1. Dr. Richard Death, Professor für Pharmakologie an der Nova Southeastern University, entdeckte mit einem internationalen Team, dass der Vitamin B12-Spiegel nicht nur bei älteren Menschen sehr niedrig war, sondern auch bei Menschen mit Schizophrenie und bei autistischen Kindern unter 10 Jahren. Ja, autistische Kinder weisen sogar nur ein Drittel der Vitamin B12-Werte gesunder Kinder auf. Allerdings wurden hier die B12-Werte im Gehirn gemessen. Wenn dort der Spiegel sinke, zeige sich das im Blut noch lange nicht, erklärte Dr. Des. Diese enormen Vitamin B12-Defizite im Gehirn könnten erklären, warum die Betroffenen neurologische und neuropsychiatrische Symptome zeigen. Denn während eine gewisse Abnahme der Vitamin B12-Werte im Alter normal sei, können niedrige Vitamin B12-Spiegel in jungen Jahren die Entwicklung der Nerven und des Gehirns beeinträchtigen. Wer nun im Alter einen stärkeren Abfall des Vitamin B12-Spiegels erleidet, als dies normalerweise üblich ist, verliert mit zunehmendem Alter die Lernfähigkeit und das Erinnerungsvermögen. Antioxidantien und Vitamin B12 einnehmen. Autismus und Schizophrenie stehen in engem Zusammenhang mit oxidativen Prozessen im Gehirn. Möglicherweise seien die oxidativen Prozesse auch für die Abnahme des Vitamin B12-Spiegels verantwortlich, vermutet man. Jetzt heißt es zu überprüfen, ob die Einnahme von Antioxidantien, wie zum Beispiel Glutathion zur Reduzierung der oxidativen Prozesse und von Vitamin B12 in Form von Methylcobalamin bei den genannten Erkrankungen hilfreich sein könnte. Vitamin B12 als Nahrungsergänzung, was es zu beachten gilt. Wenn Sie Vitamin B12 als Nahrungsergänzung einnehmen möchten, dann empfiehlt sich das Methylcobalamin, die am besten aufnehmbare und verwertbare Vitamin B12-Form. Häufig gibt es in Nahrungsergänzungsmitteln auch das rein synthetische Cyanocobalamin. Es ist in der Herstellung billiger, doch nicht so gut bioverfügbar wie Methylcobalamin. Manchmal ist Methylcobalamin mit Hydroxocobalamin kombiniert.
Dabei handelt es sich um eine Speicherform des Vitamin B, die vom Organismus rasch in aktives Vitamin B12 umgewandelt werden kann.